Freunde, was geht, Alter? Das Alice Tuners Update ist endlich draußen. Und das auch schon seit einer Weile, Digi. Aber ja, Freunde, da ist es endlich. Mein erstes Video zum Update. Es hat viel zu lange gedauert, ich weiß. Ich war auch immer noch nicht beim Friseur. Perfekt, aber keine Sorge. Kommt die Tage, Freunde. Und heute soll es zuallererst in klassischer Easy-Stretcher-Manier einen Money-Guide für die neue Autowerkstatt geben. Deswegen würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lang rum und beginnen direkt mit dem informativen Part. Let's go. Also, ihr kommt rein in GTA Online und bekommt dann auch ziemlich direkt eine Nachricht, dass ihr jetzt zum LSK Meet könnt. Da fahrt ihr logischerweise so schnell wie möglich mal hin und dann kommen erstmal einige Cutscenes, die aber eigentlich, finde ich, ganz geil sind. Da erzählt euch die Mimi dann erstmal ein bisschen Zeug und dass sie das ganze Ding hier ruled etc. pp. Bei ihr müsst ihr dann auch danach für 50.000 GTA Dollar erstmal so eine LSK Meet Mitgliedschaft kaufen. Auch damit ihr die Werkstatt überhaupt freischaltet. Dann taucht auch noch Moody Man mit seinem Girl in einem Auto auf und weist darauf hin, dass er noch Geschäftspartner braucht und wie es überhaupt aussieht und so weiter. Allgemein, der Car Meet Vibe, muss ich schon mal sagen, gefällt mir richtig gut. Ich würde echt sagen, GTA ist wirklich fresher denn je. Weiß ich jetzt auch nicht ganz, Moody Man, chill mal ein bisschen. Nachdem ihr dann die Einführung bla 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 erstmal hinter euch habt, geht es natürlich darum, erstmal sich eine Autowerkstatt zuzulegen. Ist ja logisch, wenn ihr damit Geld verdienen wollt, ne? Die bekommt ihr wie so oft über die Homepage von Maze Bank Foreclosures. Ich würde nach meiner bisher kurzen Erfahrung sagen, dass die alle nicht wirklich krass Vor- oder Nachteile haben. Im Endeffekt muss da jeder gucken, welche Location ihm am besten gefällt. Da gibt es jetzt auch nicht so die Mega-Preisunterschiede in Millionenhöhe. Ich habe jetzt einfach mal das in La Mesa genommen. Einfach auch als kleine Hommage an mein wundervolles Fahrzeughandel-Lagerhaus in La Mesa. Und auch, weil ich einfach dachte, ich gönne mir einfach mal das teuerste. Aber ich sehe jetzt auch nicht wirklich, wieso da jetzt andere schlechter sein sollten von den Werkstätten. Außer möglicherweise die Strawberry-Werkstatt, weil die für einige Spieler, ich glaube die Leute mit Twitch Prime, kostenlos ist und sich dann da möglicherweise in öffentlichen Lobbys zu viele Randalls rumtreiben. Vielleicht kann das ein bisschen nerven, aber das ist auch der einzige Negativpunkt, denke ich. Was die Verbesserungen angeht, klar, die ersten paar Sachen sind nur optisch. Da einfach jeder gucken, wie er will und wie er auch Geld zur Verfügung hat. Eigentlich stellt sich bei dem Ding nur die Frage, ob und wenn ja, wie viele Angestellte und ob man eben Privaträume und einen weiteren Autolift dazu buchen möchte oder nicht. Ich würde euch empfehlen, lasst erstmal alles so, wie es ist. Da spart ihr Geld, ihr könnt nachträglich immer noch alles logischerweise anpassen. Ich habe mir jetzt erstmal einen Angestellten geholt und die Privaträume einfach für den Spawn, was ich auch so ganz gut finde und auch empfehlen würde. Aber wie gesagt, wirklich nötig tut es jetzt nicht für den Anfang. Lieber am Anfang ein bisschen zu wenig, als am Anfang zu viel auszugeben. Einmal ein bisschen clever sein, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt ja alles noch logischerweise im Nachhinein anpassen, bevor ihr da irgendwie groß Geld verschwendet. Zur kleinen Verdeutlichung, ich habe insgesamt 2,97 Millionen GTA-Dollar ausgegeben, also knapp 3 Millionen für meine Autowerkstatt und die Verbesserungen, die ich eben habe, könnt ihr ja sehen, welche das waren. Ich habe sogar nochmal das Design geändert, weil mir dieses Blackout doch nicht so gut gepasst hat, ehrlich gesagt. Wenn das dann alles erledigt ist, bestellt euch den Hasen, wenn ihr euch entschieden habt, fahrt hin und macht erstmal kurz die Setup-Mission, damit ihr ready to go seid. Die Setup-Mission ist eigentlich auch ganz gechillt, muss ich sagen. Ihr müsst dann nur kurz die Karre von der lieben Santa zurückholen. Wenn das soweit erledigt ist, stellt sich natürlich die Frage, wir haben die Werkstatt jetzt, wir haben sie eingerichtet, wie mache ich damit jetzt Kohle? Groschen, Akkus, Moneten, wie läuft's? Und zwar gibt es in der Autowerkstatt insgesamt 3 Möglichkeiten, wie ihr Geld verdienen könnt. Bei mir war das jetzt so, dass nach der Einrichtungsmission mir gleich die Aufträge an der Jobtafel vorgestellt wurden von den beiden, oben in der ersten Etage in meiner Werkstatt. Letztendlich sind diese Jobs einfach nur kleine neue Heists, die ihr machen könnt. Einen solltet ihr auch als erstes einmal schnell durchmachen, denn erst danach werden euch die anderen 2 Geldmachmethoden freigeschalten. Zumindest war das bei mir so. Vielleicht passiert das auch ohne. Deswegen würde ich auch sagen, stelle ich euch die Mini-Heists als erstes vor, wie gesagt, weil die mir einfach auch von meinen Kumpanen da als erstes vorgestellt wurden. Diese Aufträge haben alle immer 2 Vorbereitungsmissionen und ein Finale, ganz klassisch heistmäßig, nur etwas kürzer, um sie komplett einmal durchzumachen. Meistens so 20 bis 30 Minuten, je nachdem, ob ihr es alleine macht oder ob es gut läuft oder ob ihr Freunde noch dabei habt. Ihr könnt an der Tafel immer einen von den 3 euch angezeigten Jobs auswählen, je nachdem, wonach es euch beliebt. Vom Aufwand und von der Bezahlung her sind die alle eh recht gleich. Liegen immer so rund um die 170.000 GTA-Dollar, würde ich sagen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Schade ist ein bisschen, dass die 2 Keckos, die uns da reingeholt haben in das Business, auch immer noch einen Anteil bekommen. Was willst du machen? Da kannst du dich nicht wehren gegen. Für die jeweils 2 Vorbereitungsmissionen gibt es immer 10.000 pro Mission, also kommen nochmal 20.000 insgesamt oben drauf. Es gibt insgesamt bisher 6 verschiedene dieser Jobs. Jedes Mal, wenn ihr einen das erste Mal erledigt habt, bekommt ihr noch 75.000 Bonus dazu. Also insgesamt sind das nochmal 450.000 Boni, wenn ihr jeden dieser Jobs das erste Mal macht. Und tatsächlich muss man sagen, sind die eigentlich alle ganz geil gemacht. Also erstmal überhaupt, ihr könnt die alle solo erledigen. Wichtig! Die 2 Vorbereitungsmissionen könnt ihr auch in privaten und nicht öffentlichen Lobbys machen, was auch sehr geil ist. Ich habe jetzt eigentlich für die Vorbereitungsmission immer einfach mal einen Oppressor genommen, weil es einfach am schnellsten geht und somit am effizientesten ist. Im Finale dann aber kann man nur eines der 9
LS-Tuner-Autos nutzen. Was auch eigentlich ganz geil ist, finde ich, weil es ein bisschen diese LS-Tuners-Thematik so ein bisschen in den Heist reinzwingt. Irgendwie die Heists bocken, muss ich sagen. Es passt einfach ganz gut rein. Es passt logischerweise auch zu GTA an sich und natürlich auch zum neuen Tuners-Update. Deswegen finde ich die echt gelungen. Wenn ihr noch kein eigenes Tuners-Auto habt, hatte ich anfangs auch nicht, weil holy shit, Alter, die Dinge sind schon völlig expensive, Mann. Dann könnt ihr immer Santas nicen gelben Audi RS3 Limousine-Verschnitt nehmen. Da keine Sorge. Und grundsätzlich muss ich sagen, wenn man sich die neuen Jobs anschaut und man sagen kann, so grob 200.000 je halbe Stunde sind realistisch, dann kommt das klar nicht an den Cayo Perico heißt ran. Aber sonst kann das echt gut mithalten mit dem Rest, würde ich behaupten. Und ich finde es eigentlich sogar sehr angemessen. Dazu kommt natürlich noch, ja, die Dinger machen halt auch einfach Bock. Also, das kommt noch als dicker Bonus obendrauf. Spielspaß, man hat es oft vermisst, aber da ist es meiner Meinung nach wieder da. Ich werde es ja schon mal spoilern. Diese Aufträge sind eigentlich aus finanzieller Sicht die einzig gute Geldmachmethode mit der neuen Autowerkstatt. Aber der Vollständigkeit halber werden wir auch noch die zwei anderen Möglichkeiten durchgehen. Und dazu kommen wir jetzt. Es soll als nächstes um die exotische Exportliste gehen. Und zwar findet ihr diese so schräg gegenüber von der Jobtafel mit den Aufträgen / Mini-Heists. Auf dieser Liste stehen 10 Autos drauf, welche ihr finden und zum Hafen bringen müsst. Ein paar davon sind ganz normale Autos, die eh rumfahren und normal spawnen mit NPCs drin oder auch am Straßenrand. Und dann sind noch Autos dabei, die eigentlich nicht normal auf der Map spawnen, weil die später erst ins Spiel reingekommen sind oder was weiß ich. Bei den Autos müsst ihr jetzt einfach Glück haben, dass wenn ihr jetzt über die Map fahrt, ein kleiner blauer Punkt auf der Map random irgendwie spawnt. Dort findet ihr dann eines dieser Autos, könnt euch das schnappen und ebenfalls wie die anderen zum Hafen bringen. Oft werdet ihr wahrscheinlich, so wie auch bei den Autos von Simeon, random euch irgendwo in ein Auto hocken. Dann wird aber die Meldung erscheinen, dass das Ding auf eurer Exportliste steht und ihr das zum Hafen bringen sollt. Dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, ob ihr es macht oder nicht. Wichtig, diese exotische Exportliste wird jeden Tag neu aktualisiert. Und noch viel wichtiger wäre ja mal zu wissen, was das Ganze einem bringen soll. So, man bekommt jedes Mal, wenn man eines dieser Autos zum Hafen bringt und abliefert, $20.000. Also, weiß ich jetzt nicht. Scheint mir jetzt irgendwie für die lange Strecke oder den möglichen langen Aufwand auch nicht so mega attraktiv als Bezahlung. Aber es könnte natürlich auch schlimmer sein. Sozusagen bietet einem das Spiel mit täglich 10 neuen Autos 200.000 GTA-Dollar, die man am Tag damit verdienen kann. Aber ob sich das jemand auf Dauer gibt, ich glaub's fast nicht. Ich meine auch gehört zu haben, dass wenn man alle 10 am Tag abschließt, es dann noch obendrauf einen extra Bonus gibt von 200.000 oder so. Aber ich habe das ehrlicherweise noch nicht überprüft. Deswegen kann stimmen, kann aber auch Bullshit sein. Falls es einer von euch weiß, lasst es mich gerne wissen. Was ich denke, wie es ablaufen würde in Zukunft, man hockt sich außersehen mal in so ein Ding und denkt sich, och, die 20.000 nehme ich jetzt mal mit. Oder man sieht so einen blauen Punkt auf der Map und hat gerade Bock, ein Auto zum Hafen zu bringen. Dann macht man das jetzt mal spontan. Aber sich jetzt so on purpose irgendwie dieser Liste zu widmen, um die unbedingt abzuarbeiten, das gibt sich, denke ich, der Großteil der GTA-Spieler auf Dauer nicht. Man muss aber halt auch sehen, das Hauptding aus dem neuen Update sind die neuen Aufträge an der Jobtafel, was die Werkstatt betrifft. Und ich finde, es ist auf jeden Fall noch ein ganz cooles Extra, was dem Spiel auf keinen Fall schadet. Kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt, mit dem man in der Autowerkstatt Geld machen kann. Und zwar mit dem eigentlichen Kerngeschäft. Dem Autos reparieren, umbauen, tunen. Ihr habt standardmäßig immer eine dieser Hebebühnen in eurer Werkstatt und könnt optional noch eine weitere dazu kaufen, was ich selber bisher noch nicht getan habe und, kleiner Spoiler, was ich auch keinem empfehlen würde. Es ist zwar eigentlich das Kerngeschäft in der normalen Welt, aber hier ist es maximal ein ganz nettes Extra, wenn man das aus finanzieller Sicht betrachtet. Das Ganze funktioniert so, dass ihr immer mal wieder eine Nachricht von Santa bekommt, dass irgendein Kunde jetzt sein Auto bei euch abgeliefert hat und ihr das Ding jetzt mal umbauen und anschließend wieder zum Kunden bringen sollt. Dann fahrt ihr wieder zu eurer Werkstatt, wo das besagte Auto bereits auf der Hebebühne steht. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch das Ding nach den Vorstellungen eures Kunden tunen. Das ist ganz easy, da kann man eigentlich nichts falsch machen, einfach den Anweisungen folgen, die da unten stehen. Aber man könnte auch von sich aus noch was dazu tunen. Dabei steht nämlich die Möglichkeit, dass man noch ein bisschen mehr Geld für den Verkauf nachher bekommt. Aber eben nur, wenn es dem Kunden auch gefällt. Sonst bekommt man weniger als normal. Also ein bisschen risky auf jeden Fall. Dennoch eigentlich ein ganz nices Extra, wie ich finde. Das Umbauen dieser Autos wird euch jedes Mal 35.000 kosten. Außer bei mir irgendwie, beim allerersten Mal, als ich das erste Auto drinstehen hatte, hat das irgendwie nur 20.000 gekostet. Und ich habe dann aber auch weniger als Verkaufspreis bekommen. Kein Plan, ob die da irgendwas gepatcht haben oder ob das bei allen so war. Und ich glaube, dass es vielleicht sogar verschiedene Fahrzeugkategorien gibt, wo dann einfach die Preise und der Verkaufspreis unterschiedlich sind. Weil das war bei mir der Futo, was ja schon eigentlich ein ziemlich billiges Auto ist. Vielleicht gibt es dann da doch Unterschiede. Aber gehen wir mal darauf ein, wie es nach meinem aktuellen Wissensstand ist. Weil ich habe jetzt auch eine Weile danach geschaut und ich habe dazu irgendwie nichts Genaueres gefunden. Und deswegen sind, denke ich, die $35.000 Kosten für den Umbau der Normalfall. Wenn ihr dann mit dem Tuning fertig seid, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr liefert das Auto selber aus, also fahrt es zum Kunden. Oder wenn ihr euch bereits mindestens einen Mitarbeiter eingestellt habt, könnt ihr auch sagen, dass der das für euch erledigen soll. Man denkt sich jetzt vielleicht im ersten Moment, ganz nice. Hört sich nach einer guten Option an, Geld in einen Mitarbeiter zu investieren, der euch zwar einmalig ein paar hunderttausend GTA-Dollar kostet, aber dann scheinbar gut genutzt werden kann, um die Auslieferungszeit outzusourcen. Hört sich eigentlich nach einer geilen Sache an, oder?
Dazu gleich mehr. Kurz davor ein Wort von unserem heutigen Sponsor. Stier. Nee, so krass läuft bei mir dann jetzt auch noch nicht. Joke. Ha! Witzbold, oder? Halt dein Maul. Davor kurz zur Standardmethode. Da fahrt ihr das Fahrzeug einfach möglichst ohne Schaden zu eurem Kunden und könnt da einen maximalen Verkaufspreis im Normalfall von 60.000 bekommen. Was also immer 25.000 Profit bedeuten. Weiß ich jetzt auch nicht, ob sich das auf Dauer so wirklich rentiert von dem Aufwand her, ehrlich gesagt. 25.000 Profit übrigens wegen den 35.000, die ihr fürs Tuning immer blechen müsst. Das bezieht sich natürlich auch nur darauf, wenn ihr es nach den Vorgaben des Kunden tunt. Je nachdem, ob der Kunde es mag oder nicht, wenn ihr noch selber was dazu tunt, sind das immer plus oder minus 5.000, soweit ich weiß. Also ein maximaler Profit pro Auto, im besten Falle von 30.000 Euro. Und selbst das, würde ich einfach sagen, lohnt sich vom Aufwand her null. Es scheint eher wie so eine Billo-Version vom Fahrzeughandel. Deswegen, wie gesagt, maximal ein nettes Extra nebenher. Aber wenn wir gerade schon beim Thema Fahrzeughandel sind, schaut doch, falls es euch interessiert, gerne bei meinem Fahrzeughandel-Guide vorbei. Den habe ich schon vor etwas längerer Zeit hochgeladen. Äußerst sehenswert, Freunde, und immer noch ein sehr, sehr geiles Unternehmen, das Ganze. Und Schluss mit der Eigenwerbung. Aber naja, vielleicht macht es ja auch mehr Sinn, wie gerade schon bereits angeschnitten, das Ganze unsere Mitarbeiter zu überlassen. Da sparen wir uns Zeit und machen bestimmt gut Cash. Naja, was soll ich sagen, Bruder? Das macht ehrlich gesagt nicht wirklich Sinn, ne? Oft verkacken die es und machen so einen fetten Schaden, dass man wirklich nur noch so einen Babyprofit kriegt von irgendwie 9.000 bis 10.000. Dass man tatsächlich sagen muss, eigentlich lohnt es sich nicht mal, einen Mitarbeiter einzustellen oder überhaupt das klassische Kerngeschäft einer Werkstatt zu betreiben. Geschweige denn, sich einen zweiten Mitarbeiter einzustellen und noch eine extra Hebebühne zu kaufen. Wirklich viel zu viel Geld, lasst das. Ich kann es wirklich aktuell keinem empfehlen, wirklich. Aber das dient hier auch nur zur Empfehlung. Ich will mich nämlich gar nicht beschweren. Ich sehe es einfach als nettes Extra, so wie auch die exotische Exportliste. Denn wir haben ja wenigstens eine ganz gute Geldmachmethode erhalten mit der Werkstatt. Und irgendwas, das mit Reparaturen oder Umbauten zu tun hat, mussten sie ja eigentlich auch reinpacken. Von dem her ist die Idee ganz geil, aber wer knapp bei Kasse ist, spart euch das Geld und investiert erstmal in andere, deutlich sinnvollere Sachen und Unternehmen, würde ich sagen. Hä? Aber worin soll ich denn investieren, Stretcher? Du, das ist gar nicht so kompliziert. Schau einfach bei meinem Top 5 Investments Tipps Video vorbei, was ich neulich erst hochgeladen hatte. Danach solltest du auf jeden Fall wissen, welche sinnvollen Investmentmöglichkeiten es gibt in GTA Online. So, das waren jetzt erstmal alle drei Geldmachmethoden. Kommen wir aber noch kurz zur Werkstatt an sich, beziehungsweise zur Garage. Denn man bekommt automatisch eine 10-Auto-Garage in der Werkstatt, was sehr, sehr nice ist, wie ich finde. Die sieht auch, wenn man sich ein nices Design aussucht, echt geil aus. Bin leider mit meiner Optik anfangs nicht zufrieden gewesen, habe deswegen nochmal gechanged. Jetzt bin ich eigentlich ganz happy, aber das kostet natürlich auch immer ordentlich an Cash. Deswegen überlegt es euch lieber am Anfang gut, wenn ihr noch nicht so richtig rich seid. Ihr könnt praktischerweise alle eure Autos gleich auch tunen in eurer Werkstatt, ist ziemlich nice, aber wäre ja auch tatsächlich ziemlich wack, wenn es nicht so wäre. Und das Tuning ist auch billiger als bei den anderen Werkstätten, also ihr bekommt sozusagen Rabatte, weil ihr es in der eigenen Hütte macht. Ich muss auf jeden Fall noch etwas reingrinden, damit ich mir mehr von diesen geilen neuen Fahrzeugen hier reinpacken kann, aber grundsätzlich sehr nice, dass jede Werkstatt serienmäßig mit so einem 10-Auto-Space kommt. So, und ich denke, somit habe ich alles Relevante, was die Autowerkstatt betrifft, abgedeckt. Sollte ich irgendwas Wichtiges vergessen haben oder falsch erzählt haben, gerade zu den drei Geldmachmethoden, lasst es mich gerne wissen. Ich bin gespannt und auch interessiert daran, das korrekt weiterzugeben. Am Ende muss ich jetzt auch noch sagen, es steht, finde ich, gar nicht so richtig dieses Fett-Asche-Machen im Mittelpunkt bei diesem neuen Update, sondern dass die Sachen einfach mal wieder irgendwie Bock machen und viele coole neue Sachen ins Spiel reingekommen sind mit dem Update. Der Vibe geht wieder so ein bisschen Richtung OG-GTA, was ich richtig feiere. Ich glaube, das kommt auch geil bei den Spielern an und ich feiere es auch, wie gesagt. Rockstar hat ja selber bekannt gegeben, dass anscheinend so viele Spieler wie noch nie zuvor bei irgendeinem Update neu dazugekommen sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Das unterstreicht das Ganze, denke ich, auf jeden Fall auch nochmal. Klar, das hier ist ein klassischer Business Guide und aus der Sicht würde ich sagen, kann das Ganze ja logischerweise nicht mit dem Cayo Perico Heist mithalten. Aber ansonsten, gerade die neuen Mini Heists, wenn man es mit den anderen Unternehmen vergleicht, können die sich durchaus sehen lassen, finde ich. Und somit finde ich, an sich ist es ein verdammt geil gelungenes Update, denn die Autowerkstatt, die ich jetzt hier betrachtet habe, war ja noch nicht alles. Gerade der LS Car Meet, er stellt ja auch einen riesengroßen Punkt in dem ganzen Ding dar. Dazu werden bestimmt auch nochmal das ein oder andere Video erscheinen, also rund um die neuen Tuner oder den LS Car Meet und an sich Sachen aus diesem neuen Sommer-Update. So wie sonst auch immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und im besten Falle auch noch weitergeholfen hat. Wenn das der Fall ist, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da als Zeichen für euren ehrenwerten Support. Allgemein nochmal ein dickes Danke an euch alle. Gerade geht's einfach wieder viel zu arg ab mit meinem Channel, wofür ich sehr dankbar bin und was mich krass freut und auch pusht weiterzumachen. In diesem Sinne, macht's gut, Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.